Hallöchen, willkommen zurück zu The Last Spell. Wir haben letzte Folge die Schlacht gegen die Harpyien verloren. Hupalei. Das passiert, ich habe mir neue Charaktere gebastelt. So wie bestellt, so gut es ging. Wir sind mit Magustrior, Master Disaster und Max unterwegs. Und jeder, der hier im LP erscheinen möchte als Charakter, darf das gerne ins Discord schreiben oder unter die Folge oder sonst wohin. Hauptsache, ich sehe das irgendwann irgendwie. Dann würde ich fast sagen, wir gehen gleich mal in den ersten Kampf. Bin schon gespannt, wie das wird mit den Bogen, nicht mit den Bogenschützen, mit den, ja, doch, mit den automatischen Defense-Items, die wir dann demnächst basteln können. Das wird auf jeden Fall schnieke. So, dann sparen wir mal so gut es geht Mana. Bläh. So, was hast du denn für Angriffe? Schwert kennen wir noch nicht wirklich, ne? Er hat eine Wucht. Anschluss. Okay, das ist einfach nur Nahkampf. Dann das Ding ist auch Nahkampf. Das ist aber Sprint. Bewegt den Helden zum vorgesehenen Feld. Das heißt also, du... Ach, warte mal. Du würdest dann keine Bewegung brauchen, oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Das ist auch ein Nahkampf. Das bewegt uns auch zum vorgesehenen Feld. Oh. Ah, ja. Und alles, was dazwischen ist, würde umgeschnetzelt werden. Gut, interessant. Wir... Ja, dann... Gehen mal ein bisschen näher her. Oh, und jetzt lass mal das ausprobieren. Das kann ich so nicht machen, ne? Ich muss das, wenn, dann hier machen. Wenn ich jetzt den mache, treffe ich... Okay, ungültiges Manöver. Ja, muss ja erstmal hier ausprobieren, ne? Ach, warte mal, muss ich mindestens... Moment, wenn ich das hier mache, dann geht... Nein, geht auch nicht. Alter Lachs! Da müssen wir mal gucken, wie das hier demnächst funktioniert. Das mit dem... Das mit dem Sprint ist auch ein bisschen arg seltsam. Muss ich sagen, also... Gefällt mir nicht sonderlich. Also Schwert ist not my favorite. Ach, man bewegt sich dann auf die... Okay. Ach, das ist Anschluss. Von wegen, man bewegt sich dann direkt auf die Stelle hin. Ja, pff, weiß nicht. Da müssen wir uns noch auseinandersetzen. Was? Ach, keine Aktion mehr. Ja, Wahnsinn. Jetzt dachte ich, wir hätten noch... ein paar erledigt. Ja, nicht viel. Aber das wird schon. Können sich ja nicht so krass bewegen. Kann ich mal hier bitte in sein Ding gucken? Ah, ne, das ist einfach nur.
Ins Steuerung links nächste Fähigkeit. Effekte Manöver. Bewegt den Helden zum vorgesehenen Feld. Ja. Aber nach hinten oder was? Ich meine, wenn man sich mal das Icon da unten anschaut, ist das rückwärts? Was? Hier sagt er mir, das ist okay. Hier, okay, das ist ein Abgrund. Hier ist ein Munchgirl dazwischen. Hier sind Gegner dazwischen. Aber da sollen ja Gegner dazwischen sein. Lass mal gucken. Okay, wenn ich das jetzt mache. Okay. Interessant, aber sehr seltsam. Ach, das ist es wieder ungültig? Ach halt, ich habe den Skill gewechselt. Es ist, boah, ich weiß nicht. Schwert ist sehr skurril für mich. Okay, ich glaube, bei solchen Sachen wäre das gut, zumindest einen Schuss hier hinzupacken. Okay, nur weil der halt zwischen den Dimensionen so ein bisschen hin und her drückt, ne? Das ist nicht so ganz so cool. So, alle haben Movement Restrictions. Ziemlich alle. Ich glaube, ich versuche die so nach und nach wegzupacken. Du hast doch eine Aktion. Ja, wir könnten ihm keine weitere Aktion geben. Ja, da kommen wir schon noch rein mit dem Schwert. Wenn wir jetzt den da machen. Kann ich nicht, weil da was im Weg steht. Oh, warte mal, es geht. Man trifft 3 maximal. Das hieße jetzt also auch, wenn ich mit ihm den. Wenn ich mit ihm den wegmache. Kannst du das machen, oder? Okay, wir lernen. Aber verfehlen auch unendlich oft. Die stehen in der Zweierreihe. Das ist auch gar nicht mal so praktisch. Also praktisch dafür. Ne? Das ist für die Dreierreihe richtig gut. Das hier natürlich für die Zweierreihe. Oh halt. Ich sollte vielleicht nicht auf meine Verbündeten schießen. Ja, gleich nochmal anvisiert, ne? Abmarsch mit dir. Wir sind hier schon relativ safe. Also sollten wir vielleicht auch gucken, dass wir hier Gegner vernichten. Dann müsstest du rein theoretisch noch auf ihn hier schießen. Dann ist alles okay? Ja, dann ist alles okay. Wir kommen ja halbwegs langsam rein hier, ne?
Also das Schöne an dem Skill ist, du kannst dich hier durch die Gegner durchschnetzeln, wenn du den Schaden dafür hast. Okay. So langsam steige ich dahinter. Oh, außer Reichweite, ungünstig. Ihm könnte man auch sagen, er kann mit diesem Skill so angeknackste Dudes wegfetzen. Okay, du hast noch. Okay, du kannst auch noch eins weglatschen, das ist super. Das heißt, er ist außer Gefahr. Bei ihm müssen wir mal gucken. Normalerweise müsste der jetzt auch safe sein, ja. Und du bist safe, wenn wir den da machen. So, dann sparen wir uns noch ein bisschen Mana. Und wenn ich jetzt den mache und so. Das ist aber auch sehr wild. Wofür ist das denn bitteschön gut? Ach, zum Durchstechen. Okay. Er muss ja erstmal alles hier ausprobieren. Also muss nicht und auch nicht alles, aber ist schon sinnvoll, sich da mal mit auseinanderzufassen. Auseinanderzufassen? Auseinanderzusetzen. So, so rum. Okay. 899 lila Saft haben wir, das habe ich oben links schon gerade aufploppen sehen. Das war etwas laut. Okay. Wir haben einen neuen Gegenstand bekommen, dankeschön. Entweder ein Schwert plus 1, ein normales Gedöns für mehr Mana und Genauigkeit. Lass mal hier kurz den richtigen Char nehmen zum Vergleichen. Das würde schon mal deutlich mehr Damage machen. Würde ihm auch mehr Gesundheit geben, mehr Wucht. Oder dieser Zaubersteger. Zaubersteggerle. Ach halt, das ist für die Nebenhand. Wäre ja auch interessant. Ich glaube, ich nehme aber trotzdem das legendäre Schwert. Dann darf der Max sich das hier gleich mal anstecken. So, was können wir uns hiermit noch kaufen? Ach halt, ja, Plündererlager möchte ich nicht unbedingt Rüstungsmache. In deiner Stadt kann jetzt ein neues Gebäude gebaut werden. Das können wir uns noch nicht leisten. Verteidigungsgegenstand. Seltsam. Ich weiß nicht, was das sein soll. Wir haben 800. Habe ich das hier? Warte mal, wir sortieren das mal nach Kosten. Die Äxte könnten vielleicht interessant sein. Ich glaube, wir schalten mal die Äxte frei. Die Pistolen schalten wir frei. Und dann fehlt uns genau eines, um noch was freizuschalten. Sehr interessant. Eieieiei. So, wie schaut's aus? Hier
Hier hätten wir Stiefel. Die geben Rüstung, minus Mana, mehr Zuverlässigkeit, Ausbreitungssprünge, was wir noch nie irgendwie gehabt haben. Die Feuerball-Schriftrolle, ja, die kennen wir. Und die Schwertexplosions-Schriftrolle. Kostet nur 2 Mana, wenn wir die benutzen. Ich guck erstmal kurz. Was könnten wir denn Schönes bauen? Die Häuser, ja, schön und gut. Wir könnten wir könnten vielleicht sogar 2 Goldminen bauen. Sollen wir gleich mal mit den Goldminen anfangen? Ich würde fast sagen, ja. Das kostet halt 2 Arbeiter. Machen wir es trotzdem. Dann bauen wir die nächste Goldmine auch gleich. So, dann haben wir schon wieder kein Geld, ne? Nice. 10 Gold hätten wir noch. Damit können wir uns nicht wirklich irgendwie was leisten. Aber Hauptsache schon, aber die Goldproduktion ist am Start. Dann können wir noch Verteidigungen bauen. Ja, wir leveln erstmal. Also, schauen wir mal. Ah, der Max. Mehr Verteidigung. Ja. Tägliche Gesundheit. Ja, komm. So, Vorteile. Sprint brauchen wir bei ihm nicht. Mana vielleicht. Okay. Nehmen wir das Mana. So. Bei dir, Magustrior. Ausweichen. Er sollte eigentlich gar nicht angegriffen werden. Sollen wir ihm Daily Life geben? Oder Crit-Trefferstärke. Momentan hat er 4% Crit-Wahrscheinlichkeit. Das ist schon ein bisschen wenig. Komm, wir machen tägliche Gesundheit. Und das würfeln wir neu aus. Wir kriegen nicht wirklich was Geiles. Ich glaube, das Gefühl, wenn du neu würfelst, wird das Zeug immer schlechter. Okay, Gegner töten. Oh, auch nochmal mehr Rüstung. Das könnte auch Schnieke werden. Komm, ein bisschen defensiv brauchen wir ja natürlich auch. Und Master. Einfach nur mehr Mana. Oder mehr, einfach nur mehr Schaden wäre vielleicht auch eine Idee. Und auf isolierte Gegner. So, mehr Mana oder mehr Schaden? Ich würde fast sagen, mehr Schaden. Ja. So, Vorteile. Sprint, nein, danke. Gegner töten könnte man vielleicht machen. Ja. So, hätten wir das. Ne? Verteidigungen. Puh, könnten wir uns jetzt, glaube ich, erst noch sparen. Hier ist schon ein bisschen arg lückig. Dann machen wir hier zumindest ein bisschen zu. So. Phase beenden. Phase beenden. So. Oh, wir stehen ein bisschen nah da. Die stehen aber hier perfekt für das da, ne? Ja, das ist nicht verkehrt.
Müssen wir nur gucken, wie wir ihn da wieder halbwegs wegkriegen. Wow, das macht schon 200 Damage. Sheesh. Ja, das war doch schon mal gar nicht mal so unerfolgreich. Skill hast du zweimal. Da könnte man auch eine ganz schöne Sache jetzt gleich machen. Ah, benötigt Sichtlinie. Hat er das echt gerade so überlebt? Wahnsinn. Nice. So, er hat noch eine Aktion, eventuell zwei. Ich glaube, wir lassen ihn bei der einen Aktion. Lass mal gucken, auf wen hast du denn momentan Sicht? Schauen Sie auf ein paar. Na, das war's aber schon wieder. Laufmäßig bist du hier safe. Ja, okay, er kann keinem noch eine extra Aktion geben. So, stell ich mal hier hin. Du. Gucken, ob das reicht. Lass dich nicht von ihnen einkesseln. Okay. Der Gespawnte hat uns eine mitgegeben. Das ist nicht so cool. Langsam mal die harten Geschütze rausholen. Vier. Ja, wobei einer ist dabei, der da nicht wirklich Damage hat. Der schon Damage gekriegt hat, das ist ungünstig. Hier sind gleich zwei dabei, die das so betrifft. Machen wir trotzdem, komm. Weil ich natürlich auch das zum Movement blocken hätte benutzen können. Ja, gleich ist mir hier ein verfehlt. Super. Wenn ich den jetzt Wegballer. Ja, schade um den schönen, vielen Damage, aber halb so wild. Boah, ich hätte den anderen Skill nehmen sollen. Aber er rutscht auch immer nach, ne? Das heißt, er kann nicht einfach zuhauen und stehen bleiben. Er hat dann noch 5 Bewegungen. Ja, dann machen wir doch direkt den hier. So, du hast noch 3 Angriffe. Oder 3 Aktionen, besser gesagt.
Okay. Wieder Mana dazu gekriegt. Wir sind halbwegs safe. Ich glaube, das waren die letzten. Ja, mal gucken. Noch 27. Die stehen relativ weit weg. Wir können versuchen, Mana zu sparen. Wir haben nämlich nichts in der City, was uns Mana zurückgibt. Schöner Treffer. Okay, er ist dann mit auch wieder safe. Schauen wir mal, wo können wir denn noch draufballern? Oh, da hinten ist noch einer, der... Oh, ich muss nahkampfmäßig draufknüppeln. Aber das sieht doch eigentlich ganz gut aus jetzt, ne? Schnieke. Bei dir gucken wir mal, ob wir das... Oh, kriegen wir nicht so ganz hin. Ah, den siehst du nicht. Den will ich schon gerne wegräumen. Ah, da könnte man vielleicht noch einen Mana benutzen. Das ist keine Sichtlinie. Mir überlegt, den da zu machen. Alright. Du hast noch drei Aktionen. Das hieße... Gut durchgekommen. Was? Ach, keine Aktion mehr. Okay. Das passt alles super. Zack. Halt, wir sollten vielleicht mit ihm hätten wir mehr töten sollen. Einfach für das, für die Mana-Regeneration da unten, ne? Das war nicht so schlimm, das stimmt allerdings. Dass das so reinballert, ist aber auch heftig, ne? Eieieiei. Okay. Kostenlose Waren für deine Truppen. Ist das so? Die Passive. Die kostet halt 60, macht dann 15 mehr Gold. Das heißt, du brauchst dann 3 Tage, um das wieder reinzuarbeiten. Erstmal den Gegenstand angucken. Okay. Eine Nebenhandaxt. Interessante Attack Pattern. Okay. Könnte man als Nebenhand für das Schwert mitnehmen. Magischer Schaden, Blocken, tägliche Gesundheit. Wäre vielleicht ein Ding. Was bietet denn der Shop an? Moment, B, ne? Der bietet eine Pistole an.
Reichweite 1 bis 4 für ein Ziel, okay. Bis 4, 3 Level. Moment. Bei der Reichweite ist das schon so ein bisschen seltsam. Ja, die Symbole sind auch so ein bisschen. Ergreifender Schuss. Das heißt, das zieht dich an den Gegner ran. Und der Kartätschenschuss. Standardmäßig so ein krasses Ding, ne? Würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal mitnehmen wollen. Der Zauberstab ist einfach nur mit einem Ausbreitungssprung belegt. Der Mana-Ring gibt 9 Mana, mehr tägliches Mana und Wucht. Ich glaube, den holen wir uns noch nicht. Ich glaube, ich nehme die Beinschienen. Ich hätte mir eigentlich die Axt nehmen wollen. Aber das habe ich dann doch lieber sein lassen. Schauen wir mal. Wir haben hier genau das Gleiche, da genau das Gleiche. Das heißt, die andere Hose könnte ich eventuell verkaufen. Welche Gebäude würden denn halbwegs Sinn machen, die zu basteln? Wenn ich die Häuser baue, habe ich auf jeden Fall schon mal 2 Arbeiter mehr, die mir hier die Minen bedienen könnten. Das Gasthaus. Ist, glaube ich, jetzt noch nicht so wichtig. Allen Helden dauerhaft maximales Mana. Dann bauen wir die 2 doch. Aber dann bauen wir auch den einen Tempel. Gefährlich nah an der Mauer. Hm? So, 36 Gold haben wir noch. Wir könnten das hier aufwerten. Ich glaube, ich gebe hier mal ein bisschen Geld aus. So, 46. Das wäre halt für alle. Wir können das Geld natürlich auch sparen, ist klar, ne? Na, gab nur 2. So, Gebäude haben wir. Oh, verdorbene Essenz können wir wieder Zeugs holen. Komm, wir schalten mal wirklich die ganzen Waffen frei. Dann hast du hier Omen. Plündererlager. Omen, 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 Omen. Oben, ja. Oh, die Steinmauern. Moment, wie kriegen wir denn bitte schön. Kriegen wir diese Verteidigungsanlagen? Die haben wir doch. Haben wir die hier nicht letztens mal freigeschaltet? Warte. War das denn? Ach, hier sind die Teile. Oh. Okay. Sollen wir hier mal einfach 2 hinbauen? Fast sagen ja. Komm, mach mal einfach.
wobei wir haben ja noch mehr Material. Wunderbärchen. So. Fürs Level. Max ausweichen oder Mana? Und hier ist gar nichts wirklich geil dabei. Okay. Was macht opportunistisch? Negative Veränderungen, also wenn die bluten und sowas. Dann nehme ich lieber isoliert, die keine angrenzenden Verbündeten haben. Und jetzt hier kann ich eh nicht mehr neu würfeln. Ich nehme das Mana mit, weil er da am wenigsten Probleme hat, ne? Aber dann bleibt das wenigstens auch so. Oh. Okay, wenn wir seine Gesundheit pushen, macht er auch deutlich mehr Schaden. Mit dem hier. Okay. Das nehmen wir doch direkt. Magustrior. Bei dir. Ja, lass den kritischen Treffer nehmen. Da könnte man auch die kritische Stärke dann noch mitnehmen, anstelle hier neu zu würfeln. Minus 20% ausweichen, aber Stachelkonter, das wollen wir nicht unbedingt. Beutelnutzungen, ja, schön. Der lähmende Schlag? Okay. Dann bekommst du Schaden durch aktuelles Mana. Bei dir generell Schaden aufwerten? Jupp. Nur 3 tägliches Mana dazu? Das würfel ich mal. Und wir haben nur Scheiße gezogen. Das ist geil. Das ist Schnieke. Okay, dann haben wir die durch. Die Assassinen-Schriftrolle. What the hell? 200 Damage? 5 bis 12 Reichweite? Ah, okay. Das geht auf Fernkampf, oder wie? Ja. Und hier ist nochmal die Assassinen-Schriftrolle, aber plus 1. Die macht noch mehr Damage. Kann ich mir... Ich hol mir einfach beide. Aber wem geben wir die? Wir könnten natürlich sagen, das hier, ne? Dann hätte er das 4-mal im Kampf. Da müsste man aber das, glaube ich, wechseln, oder? Ist das immer aktiv? Ja, ich glaube schon. Machen wir lieber so. Dann, keine freien Arbeiter, Verteidigungen, ja, schön und gut. Das haben wir auch alles gemacht. Wir sind ready, wir müssen aufstellen. Dann würde ich sagen, wir stellen uns wieder ein bisschen gemischt auf. Na. Schauen wir mal, was dann... die hier noch mit anrichten. Aber erst in der nächsten Folge. Mal gucken, wie sich unsere 3 Leute schlagen. Puff. Und klar, wenn ihr Hinweise habt für Sachen wie es wäre besser, das in der und der Reihenfolge zu bauen und abzugraden, gebt mir gerne Tipps. Dafür bin ich zu haben, Leute. Macht's gut. Bis dann und ciao.